Spektakuläre Versteigerung in Los Angeles. Ende September kommen Werke des anonymen britischen Künstlers Banksy unter den Hammer. Seine Kunst erzielt bei Auktionen locker sechsstellige Beträge. Die Leute sind verrückt nach Banksy, weil er ein anonymer Künstler ist. Die meisten Künstler wollen, dass ihre Namen bekannt werden und sie werben für sich. Aber Banksy will seine Identität schützen. Darum ist das Werk hinter mir so bedeutend. Es wurde 2010 in Detroit angefertigt und er hat seine Fingerabdrücke hinterlassen. Damit verspottet er seine Fans und die Öffentlichkeit. Könnt ihr mich finden? Erratet ihr, wer ich bin? Seine Kunst sprüht Banksy weltweit an Mauern und Hauswände. Glücklich schätzen können sich Hausbesitzer, wenn sie ein solches Kunstwerk an ihrem Gebäude vorfinden, denn dann sind sie reich. Banksys Werke sind dabei nicht nur kunstvoll, sondern oft auch systemkritisch. Ich denke, dass die Banksy-Ausstellung die Ungleichheit zwischen Klassen und Reichtum und solchen Dingen zeigt und wo Kunst 2015 steht. Neben Banksys Bildern werden auch beeindruckende Werke des britischen Malers und Konzeptkünstlers Damien Hirst versteigert.